herzlich willkommen zu unserem Nachmittagskonzert mit Turan. Ihr Name heißt übersetzt hin zur Freude. Und Sie sind zu uns gekommen aus der Schweiz, aus Zürich und kombinieren alte Sanskrit-Mantren mit Ihren eigenen Melodien. Und ich möchte Sie mit einem Zitat vorstellen. Sie sagen, möge unsere Musik ein Beitrag zur Freude in uns allen sein. Die Freude, die aufsteigt, wenn wir uns an unser inneres Licht und an die innewohnende Liebe und Freiheit erinnern. Ich möchte die Künstler noch einzeln vorstellen. Michael, Gesang und Gitarre. Jens, Gesang und Gitarre. Bettina, Gesang und Harmonium. Sind zusammen Turan und unterstützt heute von Govinda Perkashi. Applaus und viel Spaß! Thank you.
Namaste. 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 Vielen herzlichen Dank für die einleitenden Worte. Jetzt meldet sich der einzige Nicht-Schweizer aus der Kombo. Ich hoffe, ihr versteht mein leichtes Süddeutsch. Ja, zu Ramos ist eigentlich bereits alles gesagt, hin zur Freude. Und was uns heute alle besonders freut, ist, dass Govinda eingesprungen ist für unseren Perkussionisten, der leider in Zürich geblieben ist. Aber jetzt schon nach den ersten zwei Stückchen in der Probe, so wie gesagt, da geht einem das Herz auf, wenn so Musiker dann einfach zusammenkommen können. Also geht es einfach ohne groß zu proben. Das ist wundervoll, schön, dass du dabei bist. Und die Gitti ist auch noch von ihm ein bisschen Schlepperei gespart. Also von Herzen danke dir. Uma, das war, ja, im Sanskrit, das ist dasselbe. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, Dinge zu übersetzen. Und auch da bitte nichts ausschließen. Es ist alles ist möglich, wenn ihr sagt, oh Uma, das habe ich schon mal ganz anders übersetzt gehört, als die liebevolle oder liebevolle Attribute, die dem Weiblichen zugeordnet werden, dann ist das auch okay. Wir singen jetzt halt in dem Bezug, Uma, die liebevolle, das Liebende und die Geliebte. Und auch die Männer, die haben diese weiblichen Attribute, auch wenn hier nicht, aber vielleicht draußen der eine oder andere mit dem Kopf schüttelt. Om Namah Shivaya Gurave Satchidananda Murtaye Nishprapanchaya Shantaya Niralambaya Techase. Om Namah Shivaya Nishprapanchaya
Mantra kann man auch gut mitsingen. Es ist nämlich ein weniger langes Mantra als die beiden ersten, die wir so als Willkommensgruß aus der Schweiz mitgebracht haben. Das nächste Mantra heißt Chema, Chema, Chema Anandama. Das ist der erste Teil. Und im zweiten Teil Cheram Sitaram Hariram, Cheram Sitaram Hari Hari. Der Micha ist jeweils der Vorsänger und wir singen nach und ihr dürft gerne auch mit uns nachsingen. Thank you.
Purnam, Om Purnam, ein ganz bekanntes Mantra, das einen wunderschönen Inhalt hat, wie die Mantras ja alle haben, aber da geht es um die Vollkommenheit, Om Purnam. Wie gesagt, wenn du von der Sonne einen Strahl, eine Flamme wegnimmst, dann ist das Licht der Sonne immer noch vollkommen. Und so ist es auch mit unserem Innern, mit unserer inneren Vollkommenheit. Wenn wir Liebe geben, wie ein Strahl der Sonne, dann ist die Liebe in unserem Herzen immer noch vollkommen. Und wir verlieren die Liebe nicht, im Gegenteil. Es kommt immer noch mehr Licht und mehr Licht und mehr Licht. Und darum geht es in diesem Mantra. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purna Mudachyate Purnasya Purna Madaya Purnamiva Vashishyate. Thank you.
Oh, no.
Bayern ist es ein bisschen lauter, ein bisschen lichter. Das ist eine irre Kombination hier, Schweiz und Bayern. Das Lichtli. Das Lichtli ist das. Das Lichtli schwenk. Im Herzli. Ja, du bist schon ein Lied. Ja, wieso ein bisschen Bruises? Wesentlich im Herzen. Karu sa guru ki karu sa
Om Mani Padme Hum. Ein Mantra mit vier Wörtern, die alle mitsingen können. Ich habe es gedacht, kein Mantra kommt nur die Om Mani Padme Hum nicht singt. Schön, schön, die Interpretation gehört. Und einer meiner tibetischen Lehrer, bei dem ich gerade eine Ausbildung mache, der hat wieder ganz, ganz tolle Übersetzungen, die ich jetzt noch nicht kann, vielleicht kennt ihr sie, und er sagt, Om und Hum, die Om steht für den universellen Aspekt und Hum für den Aspekt von Mutter Erde, das kannte ich jetzt zum Beispiel noch nicht, und darin eingeschlossen war die Partner das Juwelen im Herzen. Und das ist eigentlich auch eine sehr schöne Interpretation von dem Ganzen. Ich finde es immer schön, dann zu teilen. Vielleicht sagt man, ja, kenne ich das so alle. Vielleicht für mich was völlig Neues. Das ist ein schönes zu teilen. Oh Mann.
gemacht. Das ist ein schönes Dörfchen. Zürichsee. Also ein Yoga Vidya. Das ist aber eine Urkanton überhaupt in der Schweiz, nur die Schweiz sind unterworfen. Das war die Gründung der Eidgenossenschaft. Da muss das auch mit Yoga Vidya durchsehen, das ist schon klar. Tradition kann man schlecht ablegen. Twameva Mata.
Panchayate. Drei Wörter. Satyam, Eva, Chayate. Das Gute möge gelingen. Thank you.
Vajrayati, das wünschen wir natürlich euch allen auch. Und Yoga Vidya zum Jubiläum. Das Gute möge gelingen, das Gute möge siegen. Bevor wir zum letzten Mantra kommen, möchten wir noch darauf hinweisen, dass wir draußen noch Turan-CDs zum Verkaufen haben von unserer Vierer-Kombo. Und dann gibt es noch eine zweite CD von Micha mit einer Pianistin zusammen. Das sind eher so Mantra-Balladen, könnte man sagen. Und Govinda hat natürlich auch eine wunderbare Shanti-CD dabei. Und die Yoga-CD, die jetzt gerade rausgekommen ist. Und dann gibt es noch Flyer, weil Turan hat auch immer wieder Mantra-Yoga-Angebote. Die nächste Gelegenheit ist gerade Anfang Juni, eine Woche Mantra und Yoga mit Micha und mit mir. Und dann gibt es ein Turan-Retreat, 3 Tage am Bodensee. Das wäre nicht so weit, man kann sogar mit dem Zug hinreisen. Ende August, Mantra, Yoga, Rhythm and Dance. Und dann? Und sonst kommt es einfach alle 4 Wochen zum Singen nach Zürich. Ist ja alle zu weit. Also die allernächste Gelegenheit ist mit uns ein Turan-Workshop da. Das ist ein Kirchen-Workshop. Das stimmt. Morgen um 9 Uhr gibt es Shavasana-Musik mit Jens und mir. Und dann Nachmittag wieder um 3:30 morgen im Shiva-Raum unten. Mantra- und Stimm-Workshop, wo wir unsere Stimme zuerst ein bisschen darauf vorbereiten und nachher kurze Mantren miteinander zu singen. Und Govinda unterstützt dabei auch wieder mit den Rhythmus. Dann haben wir Ende August, Anfang September noch einige Dinge. Eine Woche in Apulien, Mantra und Yoga. Das liegt alles draußen bereit und wer informiert werden möchte über Turan-Events, kann sich dort auf der E-Mail-Liste einschreiben. Das letzte Mantra ist eine andere Tradition, das ist eine chinesische Übersetzung des Lotus-Sutras. Und so wie unsere CD Out of Blue heißt, machen wir viel mit der rechten Hirnhälfte. Intuitiv. Wie ich unser Video mal gesucht habe auf YouTube, da kann man gleich anschließen als Assoziation, weil das Internet, funktioniert auch. Assoziativ kam Tina Turner in einem Interview gebeten wurde zu chanten. Dann hat sie den Video gechantet. Ich dachte mir, das ist ein super Mantra. Die Bedeutung ist wunderbar. Es kommt von dem japanischen Mönch Nichiren, ist ein verhältnismäßig junges Mantra. Und die anderen Nichiren sind Buddhisten, die mit diesem einen Mantra auskommen. Sie chanten nur dieses und sagen, es richtet sich an die eigene innere Buddha-Natur, die in jedem von uns schlummert und darauf wartet, geweckt zu werden. Und das Rezitieren oder Chanten mit uns von diesem Mantra reicht theoretisch, um direkt zur Erleuchtung zu gelangen. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit.